Liebe Lernbegeisterte, heute in die zweite Runde mit der Tamara. Wenn ihr bitte das erste Video noch nicht kennt, nicht ihre Geschichte, nicht ihr Power dahinter, warum macht sie das, was sie macht, warum kämpft sie sich selber aus jedem Problem wieder hinaus, schaut euch den ersten Teil bitte an. Wir verlinken ihn direkt drunter noch einmal. Und heute soll es um etwas gehen, was das Hauptthema, glaube ich, in den letzten 2 Jahren vor allem ist, Selbstermächtigung. Wenn der Tamara sagt, kriegst du deinen Arsch endlich hoch von der Couch, ne? Und mach's selber. Und es geht ja wirklich auch darum, bei mir beim Lernen, bei dir mehr um die gesundheitlichen Bereiche, dass wir Verantwortung lernen, selbst zu übernehmen, Macht selber zu übernehmen. Wenn ich immer sage, die Lehrer, die Ärzte, die Politik, die hauen mich tot, dann gebe ich immer dort überall die Macht hin. Und dabei haben wir sie in fast allen Bereichen eigentlich immer schon selber in der Hand. Ja, willkommen zur zweiten Runde. Danke für deine Zeit, Tamara. Vielen Dank, lieber Ricardo, für die Einladung und dass wir einen gemeinsamen Termin finden konnten. Das ist ja bei uns beiden gar nicht so leicht. Ja, du hast eh schon angesprochen. Ja? Es ist Zeit für Beweg deinen Arsch, sage ich ganz einfach jetzt mal. Das ist das Schöne an der jetzigen Zeit, dass das Bewusstsein gestärkt wird. Die Zeit, wo wir uns auf der Couch hingewälzt haben und gesagt haben, ah, die da oben sollen das richten, die ist vorbei. Also da sind wir uns, glaube ich, jetzt alle einig. Und da ist jetzt wurscht, ob es Politik ist oder ob es Gesundheit oder Schule oder welcher Bereich auch immer. Mein Opa hat immer schon so gern gesagt, wenn du willst, was gescheit gemacht ist, musst du das selber machen. Ja. Oder auch einer meiner Lieblingssprüche, mir fällt gerade ein, mein Opa hat ziemlich viel gescheite Sachen gesagt. Mein Opa hat immer gesagt, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Ja, das kenne ich auch. Ja? Oder es ist egal, was du zwischen Weihnachten und Silvester isst, es ist wichtig, was du zwischen Silvester und Weihnachten isst. Richtig, genau das. Und ja, meine Mission spielt sich eben im Gesundheitswesen ab, genauso wie sich deine Mission im Bildungswesen abspielt. Und was nicht funktioniert ist, dass sich jetzt die Leute, die sich einig sind, das war kein gutes System, wir wollen ein neues, sich jetzt wieder hinsetzen und darauf warten, dass irgendwer anderer, Leute wie wir oder so noch wer anderer, jetzt ein neues System erschaffen und sie setzen sich hin, lehnen sich zurück und warten, was ihnen serviert wird. Genau. Das funktioniert nicht. Ja? Und deswegen sagst du ja auch Therapie, also du hilfst ja, machst ja auch hauptsächlich Hilfe zur Selbsthilfe. Im Sinne von, dass du zeigst, hey, schau mal, du kannst das ja selbst. Ja? Du musst nur wissen, wie. Und das ist dann wiederum die Aufgabe von jenen, die sich dann wirklich reinarbeiten, dass sie dir zeigen, wie. Aber umsetzen musst du das ja selber. Und ja, dass man sich auch zweite und dritte Meinungen einholt. Richtig, du kannst ja nicht sich hinsetzen und jetzt hole ich mir deine Sachen und sag, ja super, jetzt weiß ich, wie ich theoretisch Sprachen lerne, aber leider machen muss ich es dann halt selber. Ja, musst du. Ja? Also wir liefern die Möglichkeiten. Ich sage immer, wir zwei schaffen in unterschiedlichen Szenarien den Rahmen und den Input. Und liebe Leute, machen müsst dann ihr. Also auch die Angebote, die wir bieten, müsst ihr aktiv nutzen, weil sonst ist es einfach eine Plattform, ein Regal mit Wissen. Du hast so ein schönes Regal mit Büchern hinter dir. Dann haben wir ein Regal aufgebaut, das ist der Rahmen, haben Wissen hineingesteckt, das ist der Inhalt. Und wenn keiner hingeht und die Bücher liest und dann etwas tut damit, dann haben wir uns umsonst angestrengt, wir zwei. Ja, dann, aber erzähl mal vor allem, du bist ja auch eine, die abgeschrieben wurde. Ja, haben wir im ersten Teil schon drüber gesprochen. Genau. Wir haben vorher im Vorgespräch jetzt nochmal kurz drüber gesprochen. Du hast gleich Beispiele erwähnt von Menschen, wo es geheißen hat, ja, du lebst nur noch ein paar Wochen oder das wird nie wieder und du kannst dich nie mehr bewegen. Hast du da noch ein paar aktuelle Beispiele, dass man einfach merkt, okay, eine Diagnose ist nur eine Meinung. Das, mehr ist es nicht. Eine Diagnose ist genau, ist ein Wort auf einem Zettel, je nachdem, was der Behandler in seiner Ausbildung gelernt hat, wie man dazu sagt. Und das ist für jeden eine Startlinie. Du gehst dort weg. Das ist nicht das Ende. Viele tragen das dann wie so ein Tablett vor sich her und sagen, ja, ich habe ja das, ich habe ja Bandscheibe, ich habe ja, keine Ahnung, ja, Schilddrüse, ich habe irgendwas und das war's jetzt. Nein, das ist wie beim Hindernislauf. Das ist deine Mission. Ja? Das ist die Challenge. Und wenn du losgehst, dann ist das, was da drauf steht, das steht am Startband. Und wenn du losgehst, passiert mit deiner Diagnose automatisch das Gleiche wie mit jedem Startband, deinem Rennen. Es zerreißt einfach. Wie weit du kommst, hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt von dem Support ab unterwegs. Sowohl, dass du eben dir Hilfe suchst, Freunde suchst, Behandler konsultierst. Aber du gehst den Weg und sagst, lass dir nicht vorschreiben, welchen Weg du gehst. Das hängt von den Außenfaktoren ab. Das hängt von dir selber ab.
Aber im Endeffekt ist für mich der Vergleich mit einem Hindernisrennen immer ziemlich treffend. Und ich sage immer, du kriegst eigentlich keine Herausforderung in deinem Leben, der du nicht gewachsen bist. Mhm. Genauso wie du immer sagst, du kriegst genau die Kinder, die du verdient hast. Also, oder die du halt, die du handeln kannst, sagen wir mal so. Ja. Du wächst ja auch an der Aufgabe, an den Charakteren deiner Kinder. Also wenn du ein Kind kriegst, das dich in einer speziellen Sache besonders fordert, dann hast du diese Lektion wahrscheinlich ziemlich dringend notwendig. Da hat es einen sensationellen amerikanischen Pastor gegeben, der gesagt hat, ich habe Gott um mehr Geduld gebeten und dann hat er mir 3 Söhne geschenkt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um diese Lektion zu verstehen. Und so ähnlich sehe ich es in der Gesundheit einfach auch. Ja. Und ja, eines meiner zwei Lieblingsbeispiele ist tatsächlich mein Schwiegervater. Dem haben sie gesagt, ja, du hast schwarzen Hautkrebs, überall Metastasen, regeln sie ihre Sachen. Sie haben noch, weiß ich nicht, 8 oder 10 Wochen, das war's für sie. Und ja, der ist halt vom Charakter, wie soll ich sagen, so ein bisschen lustiger. Und natürlich hat es ihn getroffen. Es ist ja nicht so, dass der sagt, na, das macht mir jetzt nichts. Ja. Aber wenn er es jetzt im Nachgang erzählt, dann sagt er immer, ich habe mir gedacht, was, bis auf den Scheißkrebs bin ich bumpel gesund. Ich habe sonst nichts. Also wenn es einer schafft, dann finde ich schon einen Weg. Und der kam dann, also der hat dann nicht aufgegeben, sondern er hat aktiv gesucht und kam dann in eine Spezialstudie hinein, in einer Universitätsklinik, wo sie mit diesen Antikörpern, das war damals noch ganz neu, begonnen haben. Und die ganze Geschichte ist 10 Jahre her und das geht einem gut. So, ja. Also der ist in die Selbstverantwortung und in die Selbstwirksamkeit gegangen, hat sich sehr wohl Hilfe in der Schulmedizin gesucht und ihm hat es geholfen. Also welchen Weg er dann gegangen ist, ist ja wieder jedem unbenommen. Aber er hat sich nicht hingesetzt und hat sich nicht zufrieden gegeben mit dieser Prognose. Das ist immer der Unterschied zwischen der Diagnose und der Prognose. Bei Diagnose Krebs, ja, hast, ist so, ja. Aber dann diese Kristallkugel-Prophezeiung, was wird passieren? Das weiß ja keiner. Also ich habe immer. Und wenn Problem du schaust, wie oft die falsch liegen, wie oft jemand nur so und so lange noch leben kann. Ganz kurz, ich habe da auch eins von einer meiner Ex-Freundinnen. Der Vater hatte auch am Schluss Krebs, ich glaube, in fast jedem Körperteil und konnte sich nicht mehr rühren. Und ich bin damals noch beim Roten Kreuz gefahren und bin dann zufälligerweise dort immer wieder mal mit ihm zusammengetroffen. Und da gab es dann die Diagnose, na, also ich lasse jetzt den Namen weg, regeln Sie Ihre Angelegenheiten, weil die nächste Woche, wenn es gut kommt, noch 2 Wochen und dann ist es vorbei. Und er, was heißt da 2 Wochen? Ja, spinnen Sie? Ich habe in 8 Monaten habe ich Geburtstag, da kommen meine ganzen Freunde zusammen, da kann ich mich in Ruhe verabschieden, warum soll ich die jetzt alle vorher herquälen? Nun, also unter 8 Monate geht da mal gar nichts. Das war Hamburg. Ja, genau so. Und sie sagen, nachher 2, wenn es wirklich gut läuft, auch 3. Also, na, ich habe da Geburtstag, da freuen sich alle, da kommen alle nochmal zusammen. Das. Und siehe da, es war sein Geburtstag. Dann ist seine Frau nochmal reingekommen und hat gesagt, und er hat gefragt, ja, waren alle da? Und sie so, ja. Und er so, sehr gut. 2 Minuten später war es vorbei. Ja. Und wir kennen ja selber, ich meine, vom Safe habe ich, das Video habe ich noch nicht online gestellt, und haben sie auch gesagt, 2 Wochen lebt er noch. Und ich sage, aus 2 Wochen lebt er noch, wurden, er hebt jetzt über 200 Kilo vom Boden weg und es sind ein paar Jahre vergangen. Also, so wie du sagst, es ist eine Diagnose, es ist halt jetzt einmal ein Ist-Zustand, aber wie das dann weitergeht, das hängt ja von dir ab, weil es waren ja auch deine bisherigen Lebensumstände, die zu diesem Weg geführt haben, zu diesem Punkt geführt haben. Und wenn du die änderst, ja, ändert sich die Prognose in jedem Moment. Ja, danke, dass du das gesagt hast. Egal, was dir jetzt gerade im Leben passiert. Und ich sehe es natürlich immer aus der Gesundheitsperspektive, aber es kann ja alles Mögliche passieren in deinem Leben. Ja? Immer wenn so eine Katastrophe über dich hereinbricht, dann gibt es eben die einen, die sagen, ich suche wem und gebe ihm die Schuld. Das Problem ist nur, wenn ich wem die Schuld gebe, bin ich ja das Opfer. Also wir machen es in Extrembeispielen. Ich gebe ihm 100% Schuld, dann habe ich 0% Macht, Verantwortung, sonstiges und kann nichts tun. Wenn ich mir jetzt aber hinsetze und sage, okay, was an dieser Situation ist bis zu wie viel Prozent meine Verantwortung? Was zum Himmel und zum Henker habe ich denn die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre getan, damit es dazu kommen konnte?
Also welche Entscheidungen und Handlungen habe ich in den letzten Jahren für mein Leben getroffen, die mich dahin gebracht haben? Und das tut weh, das ist nicht schön. Ja. Drum gehen diesen Weg viele nicht besonders gerne. Der Punkt ist nur, das ist der Schlüssel, um was zu ändern. Denn wenn ich jetzt sage, ich nehme mir nur, und wenn es nur 10% der Verantwortung sind, und das ist der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Die Schuld gebe ich wem, die Verantwortung nehme ich mir. Dann habe ich selbst in einer richtig beschissenen Situation 10% Handlungsmacht. Und 10% ist mehr wie nichts. Und dann fange ich halt dort an. Und ich bin jetzt kein Fan von diesen Reden wir uns alles schön. Positives Denken und so weiter ist gut und schön. Aber das Glas ist halb voll und diese ganzen Geschichten. Es gibt Situationen, da ist das Glas nicht halb voll. Es gibt Situationen, da ist das verdammte Glas kaputt. Umgestoßen, ausgelaufen, im Arsch. Wenn du dann deinem Gehirn sagst, oh, ist ja halb so schlimm, wir machen jetzt positives Denken, dann wird deine Zentrale sagen, ich glaube, dir geht es nicht ganz gut. Also sich zu belügen und das schön zu reden, hilft ja auch keinem. Ja? Also wenn du jetzt wirklich gerade, sagen wir, Worst-Case-Diagnose gekriegt hast, irgendeine Autoimmunerkrankung und die sagen dir, du hast doch 14 Tage, da kannst du nicht sagen, das Glas ist voll. Nein, das ist Arsch. Nenn das doch beim Namen, wie es ist. Das ist nicht lustig. Aber du kannst sagen, okay, das ist die Startlinie, das ist die Situation. Dann kann ich noch analysieren, was habe ich denn die letzten 20, 30, 50, 80 Jahre dazu beigetragen, dass ich da jetzt stehe? Und was kann ich jetzt noch tun, damit sich die Situation für mich verbessert und umkehrt? Dass ich Dinge tue, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Dass ich Sachen, die mir schaden, jetzt einfach weglasse. In der Gesundheit ist es, so blöd und einfach und plakativ das klingt, Gesundheit musst du ja nicht herstellen. Wenn du einfach nur durchanalysierst, was du alles falsch gemacht hast bisher und wo du die Zelle störst und du lässt die Sachen weg, dann stellt die Zelle Gesundheit von selber her, da brauchst du nichts mehr tun dazu. Ich sage genau, es ist der Normalzustand, ist die Gesundheit. So wie beim Kind der Normalzustand die Freude am Lernen ist. Das heißt, es muss was von außen kommen, dass das irgendwie kaputt trischt, damit das überhaupt mal nicht mehr da ist. Und da gehen wir von absoluten Basic. Manche, ja, und dann brauche ich den Spezialisten, und dann brauche ich den dies. Die meisten scheitern an den Grundthematiken. Ja? Also ich nehme es jetzt mal beim Sporttraining. Das heißt, ja, ich brauche einen zugeschnittenen Plan, und ich brauche dies, und ich brauche das, und ich brauche jenes. Sorry, der einzige Sporttrainingsplan, der nicht funktioniert, ist der, den du nicht ausführst. Selbst wenn du Anfänger bist und du machst einen Bodybuilder-Split, ist nicht ideal. Und du wirst nicht solche Ergebnisse kriegen, wie wenn der auf dich zugeschnitten ist. Aber funktioniert oder trotzdem? Ja? Move it. Ja? Also, manche sagen, dann sind wir wieder bei, beweg deinen Hintern von der Couch. Genau. Ja, ich brauche vielleicht, es steht nirgendwo am Totenschein drauf, 4,2 Tropfen Vitamin C pro Monat zu wenig genommen. Gibt's nicht, ne? Bewege mal grundsätzlich, ist einmal grundsätzlich anders, räume mal grundsätzlich mit den ganzen Blockaden auf und bewege dein Hintern mal hoch. Der Rest sind dann die Luxusprobleme. Das Grundlegende ist einmal dieses Starten. Ja? Und du hast ja da, glaube ich, große Erfolge bei Menschen, wenn sie nur Kleinigkeiten ändern, wenn sie nur die 10% ändern. Das sind genau, also das ist ja mein großer Unterschied und das Privileg, das ich mittlerweile genieße. Zu mir kommen keine Patienten. Also mein Stammberuf, mein studierter Beruf ist Physiotherapeutin, den ich nach wie vor noch ausübe, wobei es wird immer weniger, es geht jetzt immer mehr in die Ehrenamtlichkeit, aber noch bezahlt er meine Miete. Und ich arbeite ja nicht mit Patienten. Ich weiß nicht, ob wir das im ersten Gespräch schon einmal kurz angeschnitten haben. Seitdem ich herausgefunden habe oder mich mal intensiv mit diesen lateinischen Begriffen auch nochmal hinterfragt habe und auseinandergesetzt habe, dass das Wort Patient übersetzt bedeutet, seine Leiden still ertragen. Da hat es mich aus den Socken geschmissen. Entschuldigung. Patient, auch aus dem Englischen. Ja, ja, genau. Also das heißt, das musst du mal überlegen. Wir als Behandler, und dann nehme ich sage immer Behandler, weil mir ist jetzt wurscht, ob das ein Therapeut, ein Arzt, ein Masseur oder eine Schwester ist, die da irgendwelche Medikamente spritzt. Alles, was man weiß, das Gewand an hat, eine Autorität ist und dir bei einer Krankheit oder bei einer Verletzung helfen soll, gesund zu werden. Wir werden in der Ausbildung dazu gebracht, oder das ist das Grundthema, Patienten zu behandeln.
da spießt sich's bei mir schon. Da bin ich noch keine einzige Vorlesung reingegangen. Ich will keine Patienten behandeln. Ich will nicht passiv Handlungen an einen Menschen setzen, der die dann still erträgt. Das will ich nicht. Der soll hinterfragen, was ich ihm anbiete, und aus 5 Sachen, die ich ihm anbiete, soll er aktiv eine wählen, und das soll er dann selber machen, bitteschön. Und mir nicht alles blind glauben. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, und mir haben sie im Studium Dinge erzählt, wo ich aus meiner Patientenrolle schon gewusst habe, das stimmt nicht. Das kann man so nicht 1 zu 1. Es gibt sicher Leute, für die das funktioniert, für mich hat es nicht funktioniert. Also das kann ich jetzt nicht als 1 zu 1 kaufen. Jetzt gibt es aber viele, die haben das genauso studiert wie ich, die haben aber diese Patientenerfahrung davor nicht gemacht. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde dich den Professor anlügen absichtlich. Das, so ist es ja nicht, sondern der hat es auch wieder von wem gelernt und hat es vielleicht nicht hinterfragt oder hat nicht das Privileg einer Verletzung erleben dürfen, dass er die Patientensicht sieht. Ich meine, du kannst ja nicht als Behandler jede Verletzung und jede Krankheit einmal vorher selber gehabt haben, damit du sagst, ja, aus Patientensicht kann ich sagen, das geht ja nicht. Ja, vor allem, wenn du Chirurg bist, geht das ganz schlecht, weil da kannst du nicht selber jeder Operation einmal unterziehen, damit du die Patientenseite kennst. Beim Therapeuten ist es ein bisschen besser, weil Handgriffe kannst du immer werden an dir selbst von Kollegen geübt. Also du weißt zumindest beim Handgriff, was tut richtig weh und was ist vielleicht nicht so lässig und hat, weiß ich nicht, eine Woche Nachreaktion. Aber trotzdem, also wir können ja nicht jede Krankheit und jede Verletzung selber durchlaufen. Bei mir ist das Besondere, dass ich doch schon ziemlich viel gehabt habe. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt nichts, was ich nicht gehabt habe. Aber eben du hast schon ein paar Hürden, Asthma, Tachykardie, in diesem Hindernislauf hast du schon mitgekommen. Ja. Gesichtsschädeloperationen, der Haxen wird nie wieder, keine Bänder mehr im Sprunggelenk will ausgerenkt, keine Punkte, also ich kann beide Handgelenke ausrenken. Ja, also, ja, musst du jetzt nicht live zeigen, also ja. Die Hände bin ich heikel. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe schon so viel selber gehabt, wurscht, ob das jetzt Unfall oder Krankheit oder sonst was ist, ja, dass ich es immer aus der Patientensicht sehen kann. Und diese Sachen gehabt zu haben, waren nicht lustig. Aber auf der Behandlungsseite hilft es mir einfach. Ja. Und es führt wirklich nur über diese Selbstanalyse zu sagen, was habe ich in den letzten 20 Jahren auch falsch gelernt. Ich war fest der Meinung, das ist so. Und dann kommst du drauf, Moment, stimmt ja gar nicht. Und wir kommen ja dauernd auf solche Dinge drauf. Das ist ja das Schöne. Man, stell dir mal vor, man hätte einen Tesla gesagt, na du, das mit dem Strom funktioniert nicht. Ja, sondern es geht immer um dieses Weiterforschen, um besser werden und sonstiges. Wir können immer dazu lernen. Wenn das der Oberstudienrat Professor Dr. Aumich tot ist, kann der genauso falsch liegen und du kannst mit deiner Hauslogik weiterkommen. Wenn es funktioniert, ist er. Und es gibt immer Ausnahmen. Wir sind Individualwesen und bei dem einen kann es funktionieren und beim anderen nicht. Und das, ich bin lange im Roten Kreuz gefahren, wir haben dann jemanden vor uns gehabt und dann haben wir den reanimiert und wir haben da 10 Minuten lang haben wir uns als Schweiß über dem ergossen und dann und tun und Adrenalin eine und schocken und wir haben nicht ein so ein nicht einmal so ein Blumpel hinkriegt. Ne? Das gibt's nicht. Ich habe nicht das erste Mal reanimiert in meinem Leben. Ja? Und dann stürmt die Frau rein nach einiger Zeit, weil sie von der Arbeit hat das gehört, ist heimgelaufen. Ne? Und hat gesagt, ja, mein Mann, der hat von Geburt an das Herz rechts. Ah, das ist blöd. Und ich so, das hätte ich mir auch für tätowieren lassen. Ja? So. Ich habe gesagt, ich bin jetzt kein Fan von Tätowierungen, aber das wäre eine nicht, Situation, genau, da war das echt ein blöd. Das wäre echt gut gewesen, das hätte echt geholfen, ja, weil wir drucken natürlich dem die Lungen da kaputt, ja, und schocken dem die Lunge und wundern uns, warum wir keinen einzigen Pulsschlag hinkriegen. Mhm. Aber wie gesagt, du siehst das ja wahrscheinlich auch an einfachsten Handgriffen, wo der eine sagt, ah ja, genau, und der nächste, das tut weh. Und da darf man einfach, und das ist dann die Erfahrungswerte, wo ich auch sage, man soll zu jemandem hingehen mit Erfahrungswerten, und diese dann am eigenen Körper beurteilen. Ist das überhaupt bei mir so? Fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das nicht richtig an? Und die nächsten Schritte musst du selber setzen. Und nur du weißt genau, was passiert ist. Und nur du weißt, wie du dich gefühlt hast und was das Trauma dahinter war und wie der Schock war. Und was wieder. Das weißt nur du. Und du hast alle Informationen im Normalfall und kannst dir Tipps und Hinweise holen und dann musst du selber entscheiden, so wie du gesagt hast. Du fächerst einmal auf, das ist möglich. Das sind Dinge, die bisher funktioniert haben. Die kann ich dir zeigen. Wenn sich eins gut anfühlt, nimm's. Und wenn nicht, schau mal,
ich hätte auch noch eine Idee, von dem habe ich gehört, da gibt es das und von dem habe ich gehört, da gibt es genau. das, schau dort auch mal hin. Genau, und wenn es dir nicht hilft, dann freue dich, dass es 5 anderen geholfen hat. Ja, es gibt, die Wissenschaft sucht immer nach diesem einen Mittel, das für alle funktioniert. Und mir ist schon klar, dass man in der Statistik nach Mehrheiten sucht. Da sind wir auch in Demokratien so gewöhnt, ja, die Mehrheit hat recht. So. Und ich verstehe schon, wo es herkommt. Und ich möchte aber in meinem Wirken, in meinem Tun, egal ob das jetzt eben in der Praxis ist oder im Verein, ich möchte etwas finden für die, die immer durch den Rost fallen. Für die, wo die 99% Standardmethode nicht funktioniert. Weil das sind die, das schaut die Wissenschaft nicht an, weil das ist dahinter nicht lukrativ. Und das geht mir persönlich furchtbar an Keks. Die Abgeschriebenen, das heißt, ja. Ja, genau. Na, was hilft mir das denn? Also bei mir war es sogar wirklich so, ich bin nämlich so ein Patient, ja, immer gewesen vom Kind auf. Das, was alle gehabt haben, hat bei mir nicht funktioniert. Bei Anatomie in vivo, beim Tasten im Studium, haben sie gesagt, nur bei dir rennt der Nerv aber woanders. Sag ich, ja, das wundert mich nicht, ja, weil bei mir ist alles anders, ich bin nicht normal, tut mir leid. Wie ich dann einmal fast gestorben wäre, weil ich meine Niere fast verloren habe, hatte ich den Sonderkeim, den unter allen Nierenäitterungsleuten, die irgendein Problem haben, weniger als 1% der Leute haben. Ja, den hat man wieder ich aufgerissen, war eh klar. Ja. Und nachdem sie mir den Arsch gerettet haben im Krankenhaus, frag mich nicht, was sie mir da alles angehängt haben, das war echt scheiße knapp, hat zumindest der Bremann nächsten Tag in der Früh gesagt, also das ist, wenn du in der Früh aufwachst, eine Höllennacht hinter dir hattest, wo du echt denkst, du stirbst. Und dann kommt so am nächsten Tag der Bremann mit dem ganzen Rattenschwanz an Studenten. Und das Zimmer ist voller weißer Kittel. Dann weißt du nicht gut, du bist ein interessanter Fall. Ja? Okay, am Studium. Wenn 1000 Leute stehen, die dich interessant finden, nicht gut im Krankenhaus. Und der schaut sich meine Kurve an und schaut sich mich an und begrüßt mich mit den Worten, no, da haben wir aber Glück gehabt heute Nacht. Das war aber knapp. Also okay. Ja. Und da bin ich der Hardcore-Schulmedizin unendlich dankbar, dass sie mich in dieser Nacht drüber gebracht haben. Danach die Notfallmedizin funktioniert ja auch gut. Sensationell. Dann habe ich einen Monat lang Antibiotika gefressen, um das abzutöten. Und dann haben sie mir erklärt, naja, sorry, wir sind nicht drauf gekommen. Das ist eben dieser Spezialkeim. Du fängst jetzt mit der Spezialsorte Antibiotika aus AKH nochmal von vorne an. Weißt du, was ich meine? Weil ich wieder mal genau dieses 1% bin, das mit dem Standardding durch den Rost fällt. Und diese Sachen möchte ich. Also die Leute, die fahren ja schon seit 30 Jahren im Standardsystem und keiner kann ihnen helfen. Weil es eben nicht, die Biologie ist kein Raster. Das ist kein Schubladending, wo du sagst, ah, Diagnose am Hirn, in diese Schublade, wir machen das und das und dann ist wieder gut. Jede Zelle funktioniert anders, weil es ein lebendes System ist und kein Reagenzglas. Ich habe auch einen Freund in Wien, bei dem ist auch alles, also jedes Medikament, jedes Vitaminpräparat funktioniert, reagiert bei ihm einfach anders. Ne? Und er sagt, das gibt es nicht. Ja? Und, aber deswegen war es ja auch früher bei den Ärzten das Hauptthema, sprich mit ihm, sieh ihn dir in Ruhe an, nimm ihn dir Zeit. Und jetzt hast du diese Fließbandabarbeitung. Ja? Ich kenne es auch, wenn Patienten reinschauen, der hat den nicht angeschaut, der hat nur im Zettel gestellt, Diagnose da. Ja? Schau dem in die Augen, nimm dir Zeit und dann wird man merken, ah ja, und ich sage, ich fühle schon, bei Ihnen ist das anders. Aber das wird ja leider nicht mehr gemacht. Ja. Du, die Art und Weise, wie das Standardsystem aufgebaut ist, kann es gar nicht gemacht werden, denn ich weiß jetzt nicht, viele, die uns zuhören, werden vielleicht in Anstellungsverhältnissen sein und vielleicht nicht die Funktion von einem Selbstständigen kennen. Arzt im Katzensystem ist auch ein Selbstständiger, das ist ein Unternehmer. Und wenn du mich fragst, ist die Kombination aus Gesundheitsberuf und wirtschaftlich denken eine ganz schlechte Kombination. Denn wenn ich jetzt sage, ich bin privat, dann kann ich mir natürlich aussuchen, was verlange ich in der Stunde, dass ich da durchkomme. Also da gibt es den Umsatz, das ist das, was du dem Dienstleister zahlst, wusst, ob das der Installateur ist oder der Doktor oder der Therapeut. Davon zahlt er mal seine Miete, seinen Strom, seine Angestellten und alle seine Ausgaben. Von dem, was überbleibt, das wäre eigentlich so das Äquivalent zum Bruttogehalt. Und dann kommt noch die Sozialversicherung und die Steuer weg. Und das am Schluss bleibt dann Wand über. Und jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Kassenarzt fürs Gespräch, also genau das, was du jetzt angesprochen hast, weniger als 7 € Umsatz bekommt. Ja, Entschuldigung! Wenn sich der für jeden auf 4 Stunden Zeit nimmt, dann kriegt er
Also okay, da kann er halt dann noch Spritzen und andere Sachen, Einzelleistungen dazu verrechnen. Nee, aber von der Rede, für die Redezeit kriegt er quasi nichts. Kriegt er nichts? Ja, wie soll denn der seine Miete und seine Angestellten zahlen? Das geht ja gar nicht. Und das führt dazu, dass, naja, 300 E-Cards am Vormittag durchziehen. Dann funktioniert die Nummer. Und diese Kombi ist einfach schlecht. Da gehört das System halt auf komplett andere Beine gestellt. Aber das ist ein Politikum. Und darum sage ich, die Zeiten, wo wir uns auf so ein System verlassen, die sind vorbei. Mach es selbst. Und es gibt noch genug Leute draußen, die sagen, okay, ich zahle ja Steuern, Sozialversicherung. Warum soll ich dann, wenn es um meine Gesundheit geht, nochmal wo privat zahlen? Genau aus diesem Grund. Denn, das ist der nächste Punkt, den viele nicht bedenken, wie viele Menschen leben in Österreich und nehmen was raus? Und wie viele Leute zahlen aktiv Sozialversicherung und Steuern ein? Ich behaupte, ohne es jemals überprüft zu haben, ja, das ist jetzt eine reine Daumen-mal-Schätz-Nummer, ja, dass einer einzahlt und 10 rausnehmen, behaupte ich jetzt einfach. Weil es gibt Menschen, die können gar nichts einzahlen, also alle Kinder und Jugendlichen und alle Studenten, alle Pensionisten, die haben früher eingezahlt, aber wir haben ja kein Rucksacksystem wie die Schweizer, wo du für dich selbst einzahlst und deins wieder rausnimmst, sondern das, was jetzt eingezahlt wird, nehmen die anderen jetzt gerade raus. Also das ist ein Quartal, ist verschoben, glaube ich. Dann hast du alle Mütter, so wie ich, die in Karenz waren, die zahlen in diesem Zeitraum auch nichts ein. Alle Arbeitslosen, alle, die in Schulungen sitzen, alle, die in irgendeiner Weise nicht arbeiten und alle Teilzeit arbeiten, die so wenig arbeiten gehen, dass sie unter die Steuerfreigrenze fallen. Die kannst du auch nicht mitrechnen. Und jetzt sage ich noch was ganz was Böses. Alles, was im öffentlichen Dienst angestellt ist und arbeitet und einen Dienstvertrag hat, wird ja dessen Bruttogehalt ist ja schon Steuergeld, das die Privatwirtschaft vorher eingezahlt hat. Das ist, da werden mich jetzt viele nicht lieb haben, aber rein ohne Emotionen, wenn du jetzt nur die Töpfe an, ja, das Volk zahlt was ein und sagt, diese und diese und diese Position leiste ich mir. Ja. Ja, also wenn du, ich glaube, dass mit der Schätzung einer zahlt was ein und 10 nehmen was raus, ich glaube, die ist sogar noch zu freundlich gerechnet. Und dann kannst du nicht verlangen, dass du 5 Sterne Qualitätsmedizin kriegst, wenn du irgendwo einen Krankenschein oder jetzt die IKW reinsteckst. Das spürt's nicht. Das ist dazu da, dass niemand auf der Straße liegen gelassen wird, wie in manchen anderen Ländern. Und die gibt's. Wenn du nicht $500 einstecken hast, gibt es keine Erstversorgung im Spital. Die tragen dich vor die Türen, lassen dich draußen verbluten. Und das haben wir echt nicht notwendig. Und das ist die Basis des E-Card-Systems. Jeder kriegt Hilfe, aber du kannst nicht 5-Sterne-Qualität erwarten, weil das geht einfach nicht. Du kriegst die Basisversorgung. Genau, die gibt's und mehr gibt's aber nicht. Und alles darüber hinaus bist du selbst in deiner Verantwortung. Und es nutzt dir nichts, wenn du angefressen bist über die Politik oder sonst, wenn schimpfst und denen die Schuld gibst. Nein, das funktioniert so nicht. Weil du möchtest ja dann auf der anderen Seite schon wieder, dass jemand zuerst jahrelang studiert, dann jahrelang Berufserfahrung hat, sich unendlich viel Zeit für dich nimmt. Am besten, wenn du seine Privatnummer hast, dass du ihn am Nachmittag, am Wochenende und sonst noch wo erreichen kannst und ihm WhatsApp schicken kannst und ihm derzeit natürlich, wenn er da zurückschreibt, kriegt er nichts. Ja? Und dann zahlst du ihm nichts. Das ist ja auch eine utopische Vorstellung. Ich hätte gern 5-Sterne-Medizin. Ja, dann muss man die Leute schon nochmal fragen, hast du in deinem Leben für die Arbeitstätigkeit, die du geleistet hast, Geld verlangt? Oder hast du das auch alles hergeschenkt? Oder hast du das lustig gefunden, wenn dich dein Chef im Urlaub oder so angerufen hat? Aber also da geht es wieder darum, dass man das selber übernimmt, diesen Part, abgesehen jetzt von der Unfallmedizin, die ja eh gut abgedeckt ist. Und wirklich sagt, okay, wie werde ich eigentlich nicht krank? Und wenn ich was habe, brauche ich die überhaupt? Oder kriege ich das eigentlich selber hin ohne eine Hilfe? Oder vielleicht nur mit Ratschlägen und kleinen Hilfen? Und dann funktioniert das Ganze schon wieder besser. Weil ich weiß für mich, ich zahle relativ viel ein. Und ich habe durchschnittlich im Jahr, glaube ich, kriege ich 40 Euro wieder raus. Das ist so einmal die, ja, schau mal, die Beißerchen, ja, die sind noch alle drinnen. Danke, oder? Mehr mache ich ja nicht in dem Sinne mein Leben lang. Also ja, und ich kenne ja auch einige andere, jetzt wenn man bei mir in der Familie schaut, die zahlen alle ein. Und mehr als einmal zum Zahnarzt reinschauen gehen, ob noch alles dran ist. Ja, aber selbst das, also ich muss sagen, ich gehöre auch zu denen. Ich zahle natürlich ein, aber ich nehme nichts raus aus diesem System,
bis zum gewissen Grad automatisch, weil selbst wenn ich gehe zum Privatarzt, also mich sieht kein Kassenarzt, da kriegst du natürlich auch einen Anteil rückerstattet. Ja, aber da sind wir auch verschwindend alle. Verschwindend gering ist lächerlich, ja. Aber ich benutze auch das Schulsystem nicht. Ich zahle das alles und mein Kind geht auf eine Privatschule. Weißt du, was ich meine? Aber einerseits ärgert es mich natürlich bis zum gewissen Grad. Auf der anderen Seite sage ich, ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich das machen kann. Ich will ja gar nicht in eine Notsituation geraten müssen, wo ich abhängig werde von all diesen Dingen, weil wenn ich eben abhängig bin, habe ich genau diese Opferrolle und bin nicht mehr in der Selbstverantwortung. Und bei mir geht es dann immer einen Schritt weiter. Ich sage, Selbstverantwortung und dieses Bewusstsein, dass man selbst was tun kann, ist nur der erste Schritt. Und die, die das tun wollen, können gern zu mir in den Verein kommen, sich das Wissen und alles dort gratis abholen. Und dann beginnen die zu probieren. Und dann merken sie, das funktioniert, ja. Und dann war er das erste Mal in seinem Leben selbstwirksam. Und da will ich die Leute hinkriegen, die Selbstwirksamkeit. Und wenn er wieder ein Problem hat, schlagt sein Gehirn ja gar nicht mehr so dramatisch Alarm, weil sein Hirn sagt, na warte mal, das Knie habe ich mir selber gekriegt, na, jetzt habe ich wieder was auf der Schulter, aber wie dramatisch kann das sein? Das Knie habe ich ja auch selbst hingebracht. Das ist wie bei dir mit dem Lernen. Wenn die Kinder das erste Mal mitkriegen, na, einmal eins war jetzt kein Drama, na, warum soll das nächste Mathe-Kapitel eine Schwierigkeit sein? Genau, da gibt es sicher auch irgendwo eine Hilfestellung, wo ich durchkomme. Genau, also, das gibt es ja zu jedem Thema. Es gibt ja immer irgendwen, der schon dort ist, wo du gern hin möchtest. Genau. Und wenn du lernst, die Leute zu suchen, sie zu fragen und deren Methoden anzuwenden, die für dich halt funktionieren, dann bist du schneller, als du glauben kannst, auch dort. Und weil du mich vorher noch ein Beispiel gefragt hast, ich schalte jetzt einmal meinen Bildschirm frei. Ich habe jetzt einmal noch das zweite Lieblingsbeispiel. Warte mal, das habe ich noch nicht freigegeben. Jetzt müsste es gehen. So, Bildschirm freigeben. Ich zeige euch mal das da. So, was kann man jetzt erreichen? Ne? Da hat ein Freunde von uns haben in der Nähe von uns Skiurlaub gemacht. Und den Vater hat auf der schwarzen Piste bei ganz, ganz hoher Geschwindigkeit zerbröselt. Ja? Richtig schlimm. Also so, dass der Skischuh auf Fetzen hin war. Mm. Also ich habe schon viel gesehen, aber dass der Skischuh zerstört ist, das musst du mir zusammenbringen. Der war auch bewusstlos, da kam dann der Hubschrauber abtransportiert und der hat klassisch Glück im Unglück gehabt. Dem ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Also nichts gebrochen, keine Hirnblutung, kein gar nichts, aber klassisch Ganzkörperprellung, würde man sagen. Ja? Ganze rechte Seite hin, vor allem Knöchel und Fuß, er konnte nicht auftreten, aber auch Rippen und Schultergürtel. Und jetzt hat er das Problem gehabt, er konnte deswegen fast nicht mit Krücken gehen, weil für das Bein hätte er 100% stützen müssen drauf, aber durch die Rippenschmerzen konnte er nicht in die Krücken stützen. Und ich bin am selben Tag des Unfalls noch hingefahren und habe gesagt, pass auf, ich schaue mir das an. Ich zeige ihm, was er machen kann, dass wir das Sprunggelenk so weit belastbar kriegen, dass er weniger in die Krücke stützen muss, dann kann die Rippe schneller ausheilen. Das war so meine grobe Theorie, ohne was zu wissen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie sich das dargestellt hat. Das heißt, der ist gegangen und konnte nichts. Ja, also ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Mhm. Der hat also nicht einmal irgendwie draufsteigen können. Und dann habe ich ihm 30 Minuten lang diese Handgriffe gemacht und erklärt, im genau genommen waren das zwei Stück, zwei verschiedene Handgriffe, bezogen auf Schmerzpunkte und Ausstrahlungsschmerzen, Schmerzlinien nenne ich das. Und nach 30 Minuten ist er ohne Krücken gegangen. Mega. Okay? Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und jetzt ist das Schöne an der Geschichte war, das ist ihm gleich am ersten Skitag passiert. Das heißt, er hat eine Woche Urlaub gehabt und ich habe gesagt, du machst das jetzt, was ich dir gesagt habe, eine Woche weiter am ganzen Körper, also auch für Rippe und Schulter. Und am Montag kriegst du einen Notfalltermin, da habe ich immer so Zeitkontingente, die ich für solche Sachen einschiebe, für Unvorhergesehenes, weil der, soweit darf ich sagen, ohne dass ich die Anonymität verletze, der ist Pilot bei einer privaten Airline. Also wenn der ausfällt, das kostet richtig Kohle. Und habe ihm gesagt, passt, kommst am Montag und wir schauen, dass wir dich so schnell wieder fit kriegen, dass du halt wieder fliegen kannst. Und der ruft mich Sonntagabend an, sagt, du, ich danke dir vielmals, wir brauchen den Termin morgen nicht, ich bin wieder fit, ich gehe morgen arbeiten. Also der ist keinen einzigen Tag ausgefallen. Ich bin da einmal eine halbe Stunde habe ich gearbeitet, die andere halbe Stunde habe ich dann einen Kaffee gekriegt. Ja? Also in 30 Minuten so einen Sturz.
Und dann hat er eine Woche gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und der ist keinen einzigen Tag ausgefallen. Und das hat er einfach selbst gemacht und verstanden. Und dann hast noch, schauen wir mal, da hast zum Beispiel, das ist auch ein klassisches Lieblingsbeispiel, dieser Patient hatte sogenannte Frozen Shoulder. Also das heißt, gut, ja, solche Schmerzen oder halt, manchmal tut es gar nicht mehr weh, dann heißt, die Schulter ist ausgebrannt, aber du kannst deinen Arm nicht mehr heben. Ja? Im blödesten Fall nicht mehr nach hinten greifen, das heißt, du kannst da wieder die Hose raufziehen, noch kannst du dir den Hintern abwischen. Also das hat ja wirklich, das ist teilweise, wie soll ich sagen, da verlierst du dann die Würde, die Menschenwürde, wenn du nicht mehr allein aufs Klo gehen kannst. Ja? Mhm. Von Frauen, die vielleicht über Kopf noch Haare föhnen würden, rede ich gar nicht. Und nach 2 Therapieeinheiten, der hatte diesen Zustand 3 Jahre. 3 Jahre hat er mit dieser Schultereinschränkung gelebt. Und in der 2. Therapieeinheit war der wieder ganz oben. Das war nicht schmerzfrei. Der war nicht super stark mit Handeln unterwegs. Aber der hat nach 2-mal alle seine Beweglichkeiten zu 100% zurückgewonnen und hatte seine Alltagsfähigkeit und seine Würde im Alltag wieder zurück, hat dann brav weitergemacht und ist mittlerweile schmerzfrei. Ja, aber das ist ja, es geht ja nur um diesen ersten Schritt, diesen ersten Erfolg, dass ich merke, genau, ich bin nicht hilflos, es kann wieder funktionieren. Das ist der aller wichtigste Schritt. Und genau das ist das, wo ich die Leute hinkriegen will. Also, dass du halt schon ein paar Beispiele hast, dass du sagst, um Gottes Willen, das ist jetzt aber nicht der super Elite-Sportler, mit dem ich mich nicht vergleichen kann. Die habe ich auch, aber die zeige ich teilweise absichtlich gar nicht. Weil der sagt, naja, das ist, weil der halt so eine super Grundkonstitution hat. Der hat jetzt nicht so ausgeschaut, als wäre er der Zehnte. Nein, und der andere auch nicht. Ja. Also das sind Menschen wie du und ich aus der Nachbarortschaft. Das kann jeder lernen. Ich durfte vor kurzem in eine Schule gehen, also Oberstufe, so 14- bis 18-Jährige. Ein erster Jahrgang, also die waren alle um die 15. Sportschwerpunkt in der Schule, also natürlich, nonach verletzen sich die auch im Grundunterricht, weil das umdeutlich bist schneller mal, also im Sprunggelenk umgeknickt für unsere deutschen Zuseher. Und normalerweise fällt es dann halt aus der Woche im Sportunterricht. Und ich hatte dort nicht viel Zeit, ich hatte 1,5 Stunden Vortragszeit, wo ich eine Stunde ungefähr mal erklärt habe, dass sie was selber machen können und dürfen. Bitte nur an sich selber und nicht an anderen, weil da wird es juristisch problematisch. An dir selbst darfst du in aller Regel machen, was du willst, weil da kannst du dann nur selber verklagen. Bitte nicht an anderen rumdoktern. Und die haben mir dann nach 2 Wochen berichtet, wie sich eben im Sportunterricht der Nächste wieder verletzt hat. Die haben das am Sportplatz vor Ort, haben die das gerichtet, der ist aufgestanden und weitergelaufen. Also wenn das Kinder verstehen, wenn das 14-jährige Kinder verstehen, dann kann das jeder. Das ist wirklich einfach. Und jetzt sage ich noch was wirklich Böses gegen meine Branche. Nicht, dass sie das absichtlich so betrieben haben, das hat sich historisch so entwickelt. Man kann Dinge halt schon absichtlich sehr kryptisch erklären und so darstellen, als wäre es wahnsinnig kompliziert. Weil dann habe ich ja immer Macht- und Opferrolle. Also Machtgefüge, ja, es ist kompliziert, greif ja nicht selber hin. Das kennst du sicher aus der Ersten Hilfe, ne? Greif ja nicht hin, du könntest was falsch machen. Das gibt es in der Medizin, das gibt es aber auch beim Schüler-Lehrer-Verhältnis. Naja, du bist ja schon, du kapierst das ja eh nicht, ne? Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht verstanden, sage ich immer. Genau, ja, habe Einstein schon gesagt. Genauso wie es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu machen und dann einmal auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Ja, das ist ja. Das, was nicht funktioniert, immer gleich fortsetzen, ist jetzt nicht so der Bringer. Und das ist halt genau das, wo ich sage, du brauchst so ein Aha-Erlebnis. Und was mir einfach, ich bin wahnsinnig ungeduldig, ja, das ist eine Lektion, die ich noch zu lernen habe, was mich wahnsinnig macht, ist, dass die Menschen bis zu 40 Jahre warten und der Leidensdruck schon so hoch ist, bis sie dann einmal zu mir kommen und dann, das gibt's ja nicht. So, wieso geht das jetzt? Ja. Nach 30 Minuten, nach einer Stunde, was ist da los? Ja, warum bin ich nicht schon vor 40 Jahren gekommen? Ja, gut, vor 40 Jahren war ich noch ein Kind. Da hätte es nicht kommen können. Aber ja, wo ich sage, es ist so unnötig, so lange zu leiden, Patient zu sein. Also wie lange wollt ihr da draußen noch Patient sein? Und wann fangt denn endlich an, euren Hintern von der Couch zu bewegen und nach Lösungen zu suchen? Alles, was, wie gesagt,
im therapeutischen Bereich ist, gibt es eben den Verein, könnt euch die Hilfe kostenlos abholen. Aber auch dort ist es nicht so, dass jetzt alle bei mir die Praxis stürmen, weil den Verein habe ich ja gegründet, weil ich schon voll bin und nicht mehr weiß, was ich mit den Leuten machen soll. Sondern im genau, ich habe eine Stunde ohne Hände gehabt, gesagt, bitte schaut euch das in den Videos an, ruft mich nicht genau. alle an. Genau, holt euch das Wissen dort. Vernetzt euch mit Leuten in eurer Umgebung, macht dort Workshops und Gruppen. Und bei mir gibt es ja wohl die Möglichkeit, ich schreibe jede Woche, das habe ich eigentlich immer schon gehabt, nur in einem anderen System, ich habe jede Woche 4 Stunden, die ich ehrenamtlich herschenke. Das ist halt mein gute Tat des Tages oder so. Ja. Ich habe jede Woche ein Kontingent an Stunden, das schenke ich an die Vereinsmitglieder her. Also wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe das alles durchgemacht, ich habe das Programm verstanden, ich habe mich durchanalysiert, aber bitte erklär mir noch diesen und jenen Punkt, egal ob persönlich, dass er herkommt oder über einen Zoom-Call, weil er zu weit weg ist, dann gibt es jede Woche ein bestimmtes Kontingent, das schenke ich ehrenamtlich dem Verein. An die Mitglieder können sie sich abholen. Darüber hinaus machen wir auch regelmäßig Workshops. Keine Workshops, weil Workshops sind Arbeit und Workshops wirken. Die dürfen sich die Mitglieder aussuchen. Also wenn einer sagt, hörst du, mir tut die Schulter weh, können wir das machen? Dann kommen maximal 5 Personen, mehr Platz habe ich nicht, vor Ort, können sich das anschauen, können da mit teilhaben an dem, wie wir das am besten in welcher Reihenfolge wir die Handgriffe kombinieren, damit da was weitergeht. Rein die Handgriffe filmen wir auch mit und das wird wieder für die Mitglieder auf die Plattform gestellt, für die zweit weg sind. Und so entsteht dann so ein riesen Supermarktregal an Möglichkeiten, wo sich jeder das rauszupft, was für ihn passt, als, ich sag's blöd, Patient, also als Hilfesuchender. Gleichzeitig ist es aber auch eine Plattform für alle Behandler da draußen, die sagen, ich wollte eh schon immer mal was machen, aber bei meinem Arbeitgeber darf ich nicht. Also meldet euch gerne, bei mir im Verein darf man. Man darf auch meine Räume benutzen dafür, für alle, die halt bei mir in der Umgebung sind. Ansonsten, wenn ihr Deutschland, wir haben jetzt einen Niki aus Schweden, das ist auch ganz spannend. Wir haben jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Schweden. Mhm. Also es wird. Großes Ziel ist genauso wie bei dir, dass wir eine riesen Community schaffen, die sich selbst hilft und selbst vernetzt. Ja. Also für die, die das nicht wissen, du bist im südlichen Niederösterreich unterwegs, wenn jetzt jemand, ich war letzte Woche in Hamburg, wenn einer meint, der schaut da mal schnell vorbei, da kannst du mal 12 Stunden netto Fahrzeit einrechnen, das weiß ich jetzt aus Erfahrung mehrfach. Ja, aber schon, es sind schon Leute extra wegen so einem Vereinstermin aus Deutschland gekommen. Hm. Einmal ein Geschäftsmann aus Polen, das war auch ganz, ganz spannend. Also aber das ist jetzt nicht der Standard, das ist mir schon klar. Ja. Das ist jetzt schon klar, dass nicht jeder sich einfach wegen einer Stunde ins Auto setzt. Ich meine, die haben das gleich mit quasi ein paar Tage Urlaub verbunden. Ja. Aber das ist schon klar, dass das nicht für jeden geht. Das kann, wie gesagt, auch ich nicht leisten. Ja? Ich sage immer, mein Wissen kann ich euch schenken. Meine Lebenszeit ist begrenzt. Ja? Also mein Tag hat leider wie deiner nur 24 Stunden und die Woche hat nur 7 Tage. Also das ist... Ja, du hast das gleiche Problem, gell? Das ist irgendwie da haben wir noch keine Lösung. Wenn da draußen irgendwie eine Lösung für dieses Problem hat, bitte lasst es uns wissen. Genau. Also die Vereinsseite und Ding stelle ich alles drunter, wo man sich einfach mal austoben kann, einfach mal reinschnuppern kann in diese ganzen Thematiken und einfach mal reinfühlen, okay, und es geht, wie du sagst, um dieses erste Aha-Erlebnis. Ah ja, ich kann ja selbst. Und selbst jetzt, keine Ahnung, jetzt hat man 6 Zimperlein und 5 kriegt man selber weg, dann kann man zum 6. ja dann immer noch kommen und sagt, das schaffe ich halt nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber die bei jedem Schnupfen und bei jedem Knieschmerz und bei jedem Ding sagen, ach, ich bin so hilflos und ich kann nicht mehr und Hilfe. Okay, ja, Antibiotika-Futter bis zum geht nicht mehr richtig, genau. Also genau, meine große Vision, und man soll immer, wie Sie sagen, größenwahnsinnig träumen, damit wenigstens die Hälfte was wird, sagt man so schön. Ne? Meine größenwahnsinnige Vision von der Geschichte ist, wir sind 100 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum. Das muss man sich mal überlegen. 100 Millionen Menschen. Wenn wir nur 1% dazu kriegen, uns auf der Gesundheitsebene in meinem Verein zu treffen und auf der Bildungsseite in deinem Verein zu treffen, dann ist das 1 Million Menschen im deutschsprachigen Raum. Das ist nicht wenig. Und ihr müsst euch eines überlegen. Wenn wir 1 Million Vereinsmitglieder sind, dann können wir anders auftreten. Dann können wir ganz anders zu Firmen gehen und sagen, Leute, ich sage jetzt ein Beispiel, es gibt sensationelle Frequenztherapiegeräte zum Beispiel. Es gibt auch viel Scharlatanerie drunter. Und dann kann ich hergehen und sagen,
Die Geräte kosten so im Schnitt 10.000 Euro. Also das ist auch nichts, was sich jetzt ein Therapeut einfach mal so zum Ausprobieren hinstellt. Ich habe übrigens Franz da stehen, ungefähr in der Preisklasse. Bin genau, ja, aber das macht man jetzt dann auch nicht einfach so. Wenn wir jetzt 1 Million Menschen sind, dann kann ich zu bestimmten Firmen gehen, die behaupten, sie hätten was Tolles, und dann sage ich, Freunde, wir sind 1 Million Kundenpotenzielle. Ich kriege jetzt 3 Stück, 3 Monate zum Testen. Und wir schauen uns das an. Für wen ist es geeignet? Was kann es? Ist das was man zu Hause haben muss, wenn man es jeden Tag anwenden muss? Oder reicht es, wenn es der Therapeut stehen hat, weil einmal im Monat oder einmal in der Woche reicht? Und wir als Community testen das, ganz ehrlich, weil mittlerweile wissen wir auch, dass man sich Rezensionen und Kommentare und Likes und was weiß ich, was nicht alles auch kaufen kann. Also alles, was im Internet hat, das kannst du nehmen und wegschmeißen. Und wenn wir viele, viele Mitglieder sind, dann haben wir die Möglichkeit an Firmen, aber auch durchaus regional an Regionalpolitiker anders heranzutreten, weil wir sagen, wir sind einfach viele. Und die zweite Geschichte ist natürlich auch die Spenden und die Vereinsmitgliedsförderbeiträge. Ihr kennt sicher, immer am Jahresende machen ganz viele Fernseh- und Radiosender dann diese Spendensammlungen für einen guten Zweck. Das sagst du ja. Der kleine Maxi braucht einen Blindenhund oder irgend sowas, der Staat zahlt das nicht. Wir sind gemeinnützige Vereine, wir dürfen ja keinen Gewinn machen. Also wenn wir in der Luxussituation sind, dass uns jedes Jahr ein paar hunderttausend Euro überbleiben, dann mache ich das laufend. Dann können die Mitglieder sagen, erst, ich bin die alleinerziehende Mutter von einer behinderten Tochter, ich brauche einen elektrischen Rollstuhl und der Staat, ich schaue durch die Finger schon wieder, ich falle schon wieder durch den Rost. Dann kann das laufend aus diesen Budgets gezahlt werden. Das heißt, es hat auch jeder die Möglichkeit, Vereinsmitglied zu werden, der sagt, mir tut gar nichts weh. Aber ich finde die Sache gut. Und daher komme ich zu euch und daher helfe ich euch. Genauso wie es bei mir auf der Gesundheitsseite ist, genauso wie es bei dir auf der Bildungs- und Schulseite ist. Dass man sagt, lernschwache, lernbehinderte Kinder, alles, was man dir auch in deinem Verein spendet und Gutes tut, das geht sofort 1:1 an die Mitglieder wieder zurück. Ja, wobei ich da sogar teilweise dann sage, okay, wir müssen, ich sage immer, gibt es gleich in eine regionale Gruppe hinein, wo es, also ich habe letztens wieder ein Angebot gekriegt, keine Ahnung, ich glaube, es ging um ein paar tausend Euro, gesagt, ich such dir eine Gruppe regional gleich raus, damit wir das gleich ohne Umwege machen. Aber so wie du sagst, ja, wenn wir mehr sind, können wir mehr bewegen. Du hast da ganz andere Schwarmintelligenz, es kommt ein neues, keine Ahnung, Gerät, Therapiemethodik daher und du hast gleich einmal ein paar 10.000, die dir Rückmeldung geben können und sagen, hey, funktioniert das nicht? Und das ist eine ganz andere Machtstellung, die man dabei hat. Ja. Richtig. Nur dass eben auch bei dir ist es, soweit ich weiß, genauso wie bei mir, es gibt keine Angestellten. Alles, was da drinnen arbeitet, arbeitet ehrenamtlich, also da versickert kein Geld. Das muss man ja auch mal überlegen. Es gibt ja auch so sogenannte große, ich nenne jetzt absichtlich keine Namen, die sich immer so die soziale und ehrenamtliche Geschichte auf den Hut stecken, wo es aber genau weißt, da sitzen dann in Wien und St. Pölten und Deutschland ist es wahrscheinlich auch so, da sitzen dann die 5 Geschäftsführer und die zahlen sich 5-stellige Gelder aus. Ja, natürlich passiert das auch mit den Leuten, also mit den Spenden der Leute. Und für mich ist es immer so, wo ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch bin. Wenn jemand auch für gute Dinge, ja, für nach außen vermeintlich gute Dinge, sich zu Weihnachten 4 Farbdruckplakate leisten kann, mit denen er das Land zugleistert, dann denke ich mir, okay, und wie viele Spendengelder sind jetzt in diese Plakate gelaufen und nicht bei dieser Wohltätigkeit angekommen? Ja. Da wäre ich immer so ein bisschen skeptisch. Und ja, wie viele Angestellte sind da jetzt bezahlt worden? Das gibt es ja nicht, auch bei den Politikern und Co. Und was davon ist eben, wie gesagt, Politik, weil sich auch diese gemeinnützigen Organisationen in Wahrheit eh zu 80% der Steuergeldern wieder finanzieren. Da bin ich wahnsinnig vorsichtig. Also da sage ich, da bin ich auch jemand, der im Privaten hergeht und sagt, ich sponsere lieber einen kleinen lokalen Verein mit irgendwas. Wo ich aber weiß, es kommt unmittelbarer an, als wenn ich es in riesige Organisationen stecke, die Angestellte haben. Ich habe es ja auch bei den Flutopfergeschichten habe ich auch gesagt, sucht mal ein paar Familien raus mit kleinen Kindern, die gerade alles verloren haben. Ich will das denen direkt. Ich gebe das direkt, ich will die Konten direkt haben und mit denen kurz einmal ein Hallo sagen. Ja.
Richtig, genau. Ja, du, ich glaube, da gibt's in vielen Bereichen dann in Zukunft Umbrüche. Ja, es wird alles viel dezentraler gelagert werden, weil jetzt wird immer zentraler, noch zentraler, noch zentraler, funktioniert auf nicht. Ne? Also müssen wir es andersrum machen oder einen Mittelweg zwischen all den Dingen finden. Ich verlinke deine Sachen drunter. Ich glaube, die Hauptbotschaft ist klar, krieg deinen Arsch von der Couch hoch. Jawohl. Ich habe so ein Leiberl, ich habe es heute leider nicht an, da steht drauf, kick your own ass. Ja, ja. Ja. Wär gut von der Flexibilität, wenn du das hinkriegst. Ne? Wär auch mal interessant. Ja, wieso nicht? Ja, danke für deinen Einsatz. Ja, ich glaube, viele Menschen reden da schon sehr positiv darüber, so wie du es an den Beispielen ja bringst. Und wir können alle in Eigenermächtigung gehen, in allen verschiedenen Bereichen. Danke für deinen Einsatz. Danke für die Zeit, Tamara. Danke für deinen Einsatz im Bildungswesen, Ricardo. Da ist noch viel zu tun. Und ich glaube, wir zwei werden nicht müde, uns den Mund fusselig zu reden. Und ihr da draußen, bis wir die Radieschen von unten zählen. Genau, richtig. Alles Gute, Tamara, danke schön. Danke dir, tschüss.